Heute, kurz vor der Wiedereröffnung, da macht eine Orang-Utan-Dame was kaputt. Und ein Tiger sich nass. Das Gondwana-Land. Es hat sich in den vergangenen Wochen von einer Tropenhalle in eine üppig grüne Oase verwandelt. Keine Besucher. Alles wächst und gedeiht. Und die Tiere haben den ganzen Urkontinent für sich allein. Nur ab und zu. Hallo! Lässt sich mal jemand blicken. Ist das nicht ein bisschen schön? Unsere Diana-Meerkatzen? Ja. Noch bei der Morgentoilette. Aber Martina Molch sieht heute irgendwie anders aus. Man hat jetzt keine Gesichtsmimik mehr, ne? Das ist natürlich schon was anderes. Aber ihr seht's Kino, ne? Endlich kommt mal jemand und guckt uns an. Ach, ist das herrlich. So, jetzt guckst du mal kurz zu den Dick-Dicks. Martina muss sich beeilen. Momentan geht hier alles ein bisschen im Schnelldurchlauf. Aufgrund dessen, dass uns jetzt die Besucher weggebrochen sind und die Corona-Situation für alle schlimm ist, hat der Zoo natürlich weiter geschlossen. Und das hat jetzt für uns zur Folge, dass wir Kurzarbeit machen müssen. Und die Kurzarbeit bedeutet, dass jetzt der Tagesablauf für die Tiere sich von uns aus in der Form nochmal zusammengerafft werden muss. Die Tiere werden nicht leiden, aber die Versorgung müssen wir jetzt nochmal anders strukturieren. Deswegen schnell weiter. Zu einem, der sich selten blicken lässt. Jetzt gucke ich noch mal nach Sitz. Ich will mal ganz fix mal um die Kurve gucken. Den hatte ich vor uns nämlich gesehen. Hä? Ist das was hier? Sitz. Ein richtiger Rumtreiber. So, da sieht man vor uns hier oben in der Wand unser Faultier. Guckt euch die Bäume an. Ist das der Hammer, wie das hier wächst und gedeiht? Weil jetzt keine Leute hier sind, regnet es viel häufiger tagsüber. Das können wir sonst gar nicht machen. Ich sag mal so, auch die Pflanzen erholen sich jetzt mal richtig. Aber so viel nass, das ist nicht jedermanns Spaß. Der will Regen nicht so gerne, dann macht er sich meistens vom Acker. Nee, der ist nicht da. Der sitzt nämlich jetzt gerne hier oben drinnen. Und da ist aber nichts zu sehen. Na, da wird sie wohl noch ein bisschen suchen müssen. Vom Gondwana-Land zum Pongo-Land. Die Gorillas. Nach dem langen Winter endlich an der frischen Luft. Und weil im Zoo noch ein paar Tage nichts los ist, kommt es zu einem seltenen Treffen unter Chefs. Zoodirektor Jörg Junhold und Silberrücken Abeko. Ja, die genießen den Frühling jetzt. Eigentlich die schönste Zeit für einen Zoobesuch. Doch auch wenn in den vergangenen Wochen niemand kommen durfte, die Zoofans halten auch in schlechten Zeiten zu ihren Tieren. Der Zuspruch, den wir haben, ist enorm. Die Leute fiebern mit. Und das ist natürlich eine Bestätigung für unsere Arbeit. Da bin ich unendlich dankbar. Wir haben schon mehr als 400.000 Euro an Spendengeldern erhalten. Das ist enorm. Ich bin auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern enorm dankbar. Es gibt ja auch ganz krasse Einschränkungen, die wir jetzt haben. Und wir alle verzichten, auch das Management, auf einen Teil des Gehalts. Weil wir gesagt haben, da müssen wir zusammenhalten und auch solidarisch sein. Das ist ganz klar. Alles ist auch hier. Jetzt anders. Die Türen zum Pongoland, selbst für den Zoodirektor, noch verschlossen. Großartig, Sie ersparen mir die Runde, hallo. Ihr vermisst die Besucher, ja? Ja, hier im Haus, da freut man sich über jede Abwechslung. Geht auch dem Zoodirektor nicht anders. So eine Begrüßung vertreibt vielleicht zumindest kurzfristig die Sorgen
um den so lange geschlossenen Zoo. Wollen wir noch, sehr, sehr schön, noch mal Orangs gucken. Draußen vor der Tür, da geht das Leben seinen ganz geregelten Gang. Jeder macht hier seins. Orang-Utan-Dame Padana unterzieht sie ihren Hochsitz einem Stresstest. Na, 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 du machst alles kaputt, ja? Ja, genau, Liegebrett kaputt machen. Das wollen wir nicht. Hey! Reicht! Nö, das reicht noch lange nicht. Der hier hat Kohldampf. Aber obwohl Lisa Fischer viel zu tun hat, eine Sache muss sie vor Arbeitsbeginn Morgen. Noch erledigen. So, als erstes lassen wir immer kleine Otter begrüßen. Hallo! Guten Morgen! Auch wenn wir die nicht mitpflegen als Vogelpfleger, die wollen immer extra begrüßt werden, die kleinen Zwergotter. Und jetzt muss ich trotzdem den Hornvogel füttern. Ja! Mit denen kann man auch ganz viel Quatsch machen. Kann man auch super beschäftigen, die nehmen alles auseinander. Aber Lisa hat jetzt anderes zu tun. Unzählige Vögel warten auf sie. Guten Morgen, hallo. Guck mal, Frühstück. So. Da ist zuerst mal der Hornvogel. Jetzt sind die Tauben dran. Die werden schon erwartet. So, dann geben wir mal das Taubensignal. Die Hupe will nicht. Tja, kleine Täubchen. Hupe macht auch Homeoffice. Muss ohne Hupe gehen. Ja, Lisa muss weiter. Die Halle ist groß. Der Vögel sind viele. Das ist jetzt für unseren Eisvogel. Oh, so sieht also ein Eisvogel aus. Hey, ihr Klauschweine. Die klauen immer. Lisa muss sie gewähren lassen. Gibt noch ein paar Schalen zu verteilen. Die Krontauben kommen hier manchmal her, aber wer weiß, wo die heute sind. Die sind immer spazieren. So. Ja, und ständig auf der Suche. Und nicht nur nach Futter. Am anderen Ende der Halle. Nee, da ist nicht da. Sieht immer noch. Verzweifelt gesucht. Ich habe eine coole Idee. Warte mal. Vor kurzem da hat Martina ihn nämlich gesehen und das hat sie natürlich festgehalten. Hier, pass auf. Sit in der Nachbarinsel. Ich sag mal, ich habe das schon oft gesehen, wie er jetzt von A nach B kommt, aber wie der durchs Wasser zieht. Das habe ich noch nie gefilmt. Das ist wirklich zum ersten Mal, weil das ist, also das Ding hier, und jetzt weiß ich schon, warum am Rücken immer mal nass ist, das geht durchs Wasser her. Kommt noch schöner. Jetzt geht das so rum. Dann können Sie mir rein. Aber mit der Insel, also das hier, wo da so auf mich zukommt, da hätte ich scheuen können. Also da war ich sowas von, vor allen Dingen, dass ich es noch filmen konnte. Da ist der Tag gleich geritzt. So, weiter geht's. Und da taucht auch schon ein anderer Vermisster auf. Kommt schon mit der Kundschaft? Der Kronentaubenmann.
Na, mein Freund. He? Ja, unser Kronentäuber, der hat auch immer was zu balzen. Es wäre schön, wenn er sich um sein Weibchen besser kümmert. Wie kommt da unten sein Weibchen? Zusammen sind die trotzdem immer, ne? Na, wo ist sie denn? Guck, da kommt sie schon, deine Angetraute. So, weiter geht's hier. Hinter den Kulissen da wartet nämlich ein alter Bekannter auf Martina. Ach, da ist er. Gordon, komm her, mein Junge. Du bist doch mein Freund. Ist das eine Larve? Ich hab doch was mitgebracht für dich. Guck mal. Kurt, ein ehemaliger Quollzuchtmann. Auf seinem Altersruhesitz. Guck mal, mein Junge, hier fein. Na, sind die Augen hier größer als der Magen? Hier ist zumindest die Zerstörungslust groß. Das gibt's doch wohl nicht. Hey! Das ist doch nicht zu fassen, ey. Und der Zoodirektor muss tatenlos zusehen. Na, hat da etwa jemand ein schlechtes Gewissen? Also ein bisschen schuldbewusst soll sie auch gucken. Doch Jörg Junhold lässt gern Gnade vor Recht ergehen. Fehlt so die Abwechslung, Interaktion mit Besucher. Und naja, jetzt die ersten Male draußen wird natürlich alles wieder neu entdeckt. Und der Winter war lang genug und die Hauszeit. Und jetzt wird draußen natürlich erstmal alles ausprobiert wieder. Ja, da muss doch noch mehr gehen. Aber kaum ist der Zoochef weg, da spricht der Orang-Utan-Chef sein Machtwort. So einfach geht das. Und auch gleich um die Ecke. Da haben sich alle Sorgen in Luft aufgelöst. Vater und Kinder. Er ist eine tolle Mutter. Ja, Mario kümmert sich nach wie vor vorbildlich um seinen Nachwuchs. Das wäre schon ein schönes Bild bei dem Wetter noch. Ja, auch das ist schade, dass die Besucher das nicht sehen können. Endlich Löwenjungtiere in Leipzig und wie sie hier draußen rumtollen. Ja, alle drei da. Glücklich, wer in diesen Zeiten was zu gucken hat. In den Zoo hinein oder aus dem Zoo heraus. Aber da gibt's eine Show vor Besuchern. Ja, wenn die da draußen nicht zum Nashorn kommen, dann kommt das Nashorn eben zu ihnen. Die Tiger, die haben keinen Blick auf die Welt außerhalb des Zoos. Da muss man sich irgendwie selbst beschäftigen. Aber jetzt kommt Kirsten Roth. So, wenn wir mal schauen, wie hier die Lage ist. Na, da war doch noch mal jemand im Wasser, hm? Wo sind Mama? Mir wäre es ganz lieb, wenn wir jetzt hier zwei Tiger finden. Hast du dich noch mal hingelegt? Oder bist du schon vorne? Ach, guck doch mal. So wird gewartet. Und ich habe dich gar nicht gesehen da am Ende. Och, die Bella, die wartet richtig da vorne. Auf, wir kommen. Eigentlich ist es nämlich langsam Zeit, reinzugehen. Aber Tochter Akina will wohl noch spielen. Es ist hier immer schwierig, eine Reihenfolge zu finden, wen man jetzt als letztes reinnimmt, weil die wirklich alle sehr, sehr gern noch auf den Außenanlagen sind. Und man sieht es jetzt hier schön bei der Akina oben. Die nutzen das noch mal abends, um zu baden. Na, sag mal, die fetzt total. Ja, dabei möchte Mutter Bella wahrscheinlich eher nach Hause.
Schnecki, du willst rein, ne? Schön wär's, aber Tochter Akina? Eine hübsche Katze. Will lieber hier rein. Ist das schön, ha? Die ist halt noch total verspielt. Dann gucken wir mal, dass er auch wieder mit reinkommt. Wir müssen. Na, Mausi? Jetzt gucken wir mal, ob die Mädels reinkommen wollen. Akina müsste ja jetzt Hunger haben nach ihrer Schwimmeinlage. Also, ist die Badestunde jetzt wirklich schon rum? Kurt macht jetzt fette Beute. Ja, du kommst auch nicht mehr so schnell, ne? Ja. Da ist jetzt 4 Jahre alt und das ist eben jetzt für den Quoll schon Rentnerzeit. Und dadurch, dass er nicht mehr in der Zucht ist, ist er jetzt hier oben. Ist aber nach wie vor wieder gut versorgt von uns. Ja, Kurt. Dem schmeckt das Rentnerleben. Ich sag mal so, der ist jetzt in einem Alter, wo er jetzt nicht mehr sehr lange leben wird. Aber es geht ihm noch gut. Er frisst, hat einen großen Appetit, frisst gut. Und solange er sich nicht rumquält, ist er eben auch hier bei uns nach wie vor willkommen. Und damit kann man dann eben auch sehen, dass sie im Laufe der Zeit zu ihren Pflegern schon sehr zutraulich werden. Was natürlich sehr schön ist. Lass das gut gehen, hä? So, fein essen, ne? So ist es prima, so wollen wir es sehen. Gut. Zurück in der Halle. Eine Sache, hier lässt Martina nicht ruhen. So, jetzt müssen wir nach dem Sittel gucken. Wo nur steckt das Faultier? Das sieht sogar aus, als ob er da sein könnte. Und dort sieht man einen runden Kringel. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass es Sid. Haha, da oben sitzt er drinnen. Hey Sid, du lässt dich nicht stören. Von einem Maskenträger gleich gar nicht. Jetzt ist auch gut hier. Mein Junge. Na klar. Sid, so herrlich, wie die sich unauffällig zusammenfalten. Und das sichert das Überleben in der freien Wildbahn. Wer nicht gesehen wird, wird nicht gefressen. So einfach ist das. Ja, faul sein hat auch sein Gutes. Am anderen Ende des Dschungels, immer noch auf der Suche nach einem gefiederten Rumtreiber, Lisa. Hallo. Der ist es nicht. Der auch nicht. Da ist er. Kronentaubenmann. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, er hat sich ja auch eben noch bei Martina rumgetrieben. Also das ist, glaube ich, der einzige Vogel, der wirklich die Besucher vermisst. Also der geht jetzt den Gärtnern immer extrem viel auf den Keks oder wenn die Handwerker hier sind. Also der ist ja immer bei den Leuten mit rumgerannt und hat da an den Schnürsenkeln gespielt und so. Ja, supi. Ja, hab dich auch vermisst. Das Problem ist immer, selbst wenn man ihn versucht zu ignorieren, er geht einem halt so lange auf den Keks, dass man ihn nicht ignorieren kann. Also der rennt einem zwischen die Beine, da muss man immer aufpassen, dass man ihn nicht mit zerlatscht. Wahrscheinlich haben deswegen auch ein bisschen die Schwanzfedern gelitten, weil er wieder irgendwo gegengerannt ist. Tja. Er liebt eben das Bad in der Menge. Also wenn es nach ihm geht, müssen wir sofort wieder aufmachen und hier ganz viele Leute reinlassen, dass er wieder was zu tun hat. Ja, ja. Aber auch, damit Gondwana allmählich wieder aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Akina dagegen soll jetzt mal endlich mit ihrer Mutter schlafen gehen. Ist schon mal kein Tiger auf dem Gang, das ist prima. Hier ist zu, da oben ist zu, da ist zu. Obacht! Hallo? Perfekt. Obacht, ihr Mäuse.
Bin ich mal gespannt, wer zuerst reinkommt. Ob die Bella davor sitzen geblieben ist? So. Hallo, mein Schatz. Oh, beide auf einmal. So, das hintere war die Tochter, die Akina. Vorne war die Bella. Na, mein Schatz, kommst du mal Hallo sagen? Die ist total super. Also, ich finde die großartig. Akina, kommst du mal runter? Nö, die hat jetzt keine Lust. Tschüss, mein Schatz. Wir sehen uns morgen Abend. Macht keinen Unsinn bis dahin. Und genießt die Ruhe. So, Bella ist vorne. Hier können wir ruhig schlafen. Mach mal hier zu. Guckst du auch, ob ich wirklich weg bin? Hm? Ja. Jetzt kann hier nämlich jeder machen, was er will. So. Das Nashorn entdeckt dann doch noch sein Interesse am Zoodirektor. Ja, sind alle neugierig, wenn man vorbeikommt hier. Fehlt halt was vom gewohnten Tag. Keine Besucher heißt auch keine Einnahmen. 5 Millionen fehlen durch die Schließung jetzt schon in der Zookasse. Aber es gibt einen Ort, der lässt das Herz des Direktors höher schlagen. Die Baustelle vom Aquarium. Hier geht's nämlich voran. Hallo? Na, das ist doch klasse hier. Also jetzt, wo ausgeschalt ist, sieht man richtig, wie hier der Halbtunnel kommt. Und das wird dann so die Hauptbewegungsrichtung für unsere Besucher. Und dann steht man hier und hat quasi die Fische über sich. Ja, und wenn alles gut geht, dann sollte das Dach hier im Winter drauf sein. Tja, manche Branchen sind krisenfest. Die Bauleute können arbeiten. Und Jörg Junhold möchte auch wieder loslegen. 47 Tage ist der Zoo jetzt schon wegen des Virus zu. Das hat nicht mal der Krieg geschafft. Also nach unseren Recherchen war der Zoo nur einmal länger geschlossen. Das war der 19. April bis zum 6. Mai 1945. Und dann hat auch die Stadt und die damalige Militärverwaltung der Stadt entschieden, relativ schnell, dass der Zoo wieder geöffnet wird und dass man da auch ein bisschen Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen kann. Und die Leipziger, wie sie ihren Zoo lieben, das wissen wir alle. Und das ist über alle Generationen so gewesen und auch zur damaligen Zeit. Und das hat sicherlich auch geholfen, über Leid und Schmerz und Armut, die es damals gab nach dem Krieg, drüber wegzuhelfen. Und jetzt freut man sich darauf, dass sich hier am Montag wieder alles mit Leben füllt. Und Koala-Dame Mandy hat jetzt was vor. So, Häschen, komm mal her. Eine Premiere. Es geht an die frische Luft. So einen Spaziergang draußen im Zoo haben wir noch nicht gemacht, weil das geht sonst nicht, wenn Besucher da sind. Aber jetzt haben wir ja leider die Situation, dass der Zoo ganz leer ist. Und da können wir uns auch mal ein paar Schritte weiter von Koala Haus mal mit ihr wegwagen. Das ist nämlich was wir dir zeigen wollen. Ein geheimnisvoller Spaziergang. Was Mandy da zu sehen bekommt, das erfahren Sie in der kommenden Woche. Außerdem aufatmen beim Elefantennachwuchs. Elefant, Tiger und Co. Immer wieder freitags. Also bis dann. Tschüss.